Ja, hallo meine kleinen Ohrklinge, yay! Ja, epische Beleuchtungsaction gestern, kleiner Serverabsturz auch gestern. Ja, und schuld daran war eigentlich nur ein kleines Experiment. Ja, was heißt ein kleines Experiment? Eigentlich wollte ich, kurz zur Erklärung, wir haben auf dem Server ein Tool, das es uns ermöglicht, gewisse Gebiete abzustecken, ja, zu sagen, von hier bis hier geht ein gewisses Gebiet, diesem Gebiet einen Namen zu geben, und dann kann man dort Regeln festlegen. Ja. Zum Beispiel in diesem Gebiet kann sich jeder gegenseitig da auf die Rübe hauen, oder in diesem Gebiet, können die Leute nichts abbauen, können nichts essen oder sonst was. Ja. Also all solche tollen Sachen, mehr oder weniger sinnvoll oder auch nicht. Ja. Das Ganze wollte ich gestern dann eigentlich so machen, dass ich das Gebiet erweitere, und zwar die Stadt, beziehungsweise ein neues Gebiet dann eher schaffen wollte. Und dann kam es zu dem Problem, dass ich ja irgendwie nicht so ganz drauf geachtet habe, weil es ist so bei dem Programm oder bei dieser Mod, man muss ein Tool in die Hand nehmen, am besten ein einzelnes, das heißt, man nimmt dann halt nur einen Stock in die Hand und nicht so wie wir es jetzt hier haben, 8 Stück, ja, und gibt dann dieses Kommando an, dann wird dieses Kommando, dieses Tool, was man in der Hand hat, wird halt mit diesem Kommando verbunden. Und dann kann man, solange man dieses Tool hat, ja, kann man dann halt dementsprechend das Gebiet markieren. Das dient dann wirklich nur zu markieren. Ja, das Problem war, dass ich das dann irgendwie eingegeben habe, habe mich darauf geachtet und hatte so wie jetzt einfach nur die blanke Hand ausgerüstet, ja. Das ist ein bisschen das Problem, weil man kann dieses Kommando nicht wieder wegnehmen von dem Gegenstand, sondern man muss den Gegenstand wirklich zerstören. Geht, ne, kurz in Kreativmodus, Gegenstand vernichtet oder einfach weggeschmissen in Lava oder sowas und schwupps, es ist in Ordnung. Bei der Hand ist das ein bisschen schwieriger, dass das Kommando nicht weggeht. Das heißt, man kann dann halt auch keine Türen oder sowas mehr öffnen. Das war echt richtig, richtig ätzend, weshalb ich den Server zurücksetzen musste, was bedeutet, dass der ganze Weg und das, was ich so für die Quests gemacht hatte, alles weg ist. Ich das jetzt nochmal neu machen muss. Ach, ich kann sogar schlafen gehen. Ja, und halt das von der Bank auch weg war, teilweise, also innen drin, was wir angefangen hatten mit diesem Vorraum, ne, vor dem Tresor, direkt mit dem Gitter. Das habe ich jetzt schon wieder aufgeholt, das habe ich schon wieder soweit vorbereitet. Das andere mit dem Pfad und so, das ja, muss ich dann mühselig nochmal machen. Bin ich natürlich schwer begeistert, wie ihr euch vorstellen könnt, denn das war ganz schön viel Arbeit. Das jetzt alles nochmal machen, naja, gut, okay, gibt Schlimmeres, ja, also schlimmer wäre es, wenn wirklich noch wesentlich mehr passiert wäre und man das hätte zurücksetzen müssen, das wäre jetzt dramatischer gewesen, aber das reicht auch schon, ne, ja, ja. Ich muss nochmal gucken, welches Holz das war, ist das Eiche? Ja, sieht mir nach Eiche aus, ne, weil dann können wir das eigentlich gleich mal basteln, jetzt ganz schön verwinkelt, naja, so ist es halt mit dem Keller, ne, So, oder war das das? Ah, ist immer so schwer zu sagen. Warte mal, wir gucken gleich mal. Es könnte auch das sein. Wir schauen einfach gleich mal nach. Wenn wir es dran klatschen, dann sehen wir das, ja? So. Ja, vor allem, Regie sagt es gerade, ja, vor allen Dingen dran klatschen. Ja, richtig. Alles immer schön dran klatschen. Ja, mit Pattex, genau. Pattex ist sowieso immer gut, egal bei was, ja. So, wir haben schon gesehen, das waren die richtigen Treppen, während wir uns gegenseitig mal kurz die Beine gebrochen haben. Ach, herrlich, da kommt er voll auf. Ich glaube, das reicht sogar fast drumrum, ne? Mal gucken, sonst machen wir halt noch welche. Ist ja nicht so dramatisch. Naja, das sollte reichen. Ja, auf jeden Fall. Wunderbärchenhaft. Also hier ist es echt richtig hell, ne? Die Fackeln ringsum und dann der Glowstone noch hier. Das ist echt ein richtig cooles Lichtlevel, was wir hier haben. Ah, damit kann man schon was anfangen. So, hier in der Mitte muss natürlich noch Wasser hin, das ist klar. Damit wir entsprechend dann halt hier was anbauen können. So, das Ganze machen wir natürlich hier drüben auch nochmal. Wobei, warte mal. Ah, ich glaube, da habe ich das noch nicht gesetzt, ne? Nee, haben wir noch nicht. Okay, sehr schön. Gut, das ganze Schneezeugs muss hier weg. Das kommt ja dann auch nicht wieder, wenn wir das hier raus haben. Das ist das Schöne. Aber es muss alles weg sein davon. Wir haben ja eigentlich mehr als genug überall im Keller rumfliegen. Gut, wenn wir jetzt bei Skyrim wären, irgendwo in einem Draugr-Grab, dann wäre das auch ganz schnieke. Aber hier in unserem kleinen Keller finde ich das dann noch eher nervig. Ganz schön aufwendig, das ganze Schneezeugs wegzuklüppeln.
können natürlich alternativ auch kurz Fackeln hinsetzen, ne? Die sammeln wir dann später wieder ein und ja, aber ach, alles dann halt hier wieder einsammeln und in die Fackeln wegklöppeln und so viele Fackeln überall hinsetzen und Stress. Muss auch nicht sein. So. Jetzt haben wir in dem Flur gleich den hier schon mal beseitigt, ne? Also, was heißt den Flur? Also zumindest den Schnee hier. Hier hinten ist noch ein bisschen was, genau. Dann ist dieser kleine Verbindungsflur hier schon mal schneefrei. Sehr schön. So, und der Raum da hinten. Und dann kommt der nächste Raum. Ja, da liegt kein Schnee. Sehr gut. Ich glaube, hier müsste auch nicht allzu viel liegen. Denn ich will nicht, dass der Schnee sich noch weiter ausbreitet hier und eventuell dann wieder das Wasser angreift. Und ne, ihr wisst ja schon, was ich meine. So, hier haben wir auch kaum noch Schnee. Sehr schön. Ach, ja, das ist doch schon echt ganz in Ordnung, ne? So wollten wir das ja auch haben. Schneefreie Zone. Ja, es wurde ja jetzt gefragt, von wegen so, ob ich was wegen dem Update erzählen kann. Ja, gibt's gar nichts zu erzählen. Also ich habe mal so geguckt, wo ich mir dachte, hä, was, hast du jetzt irgendwas verpasst oder so? Weil ich ja regelmäßig bei Twitter den, die Posts vom Entwickler hier verfolge, von den 4J Studios. Oder 4J Studios, wie auch immer. Ich finde 4J Studios klingt irgendwie schöner, ja. Weiß auch nicht. Ja, nee, auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass es da nichts zu sagen gibt. Es wurde nur, irgendjemand meinte mal von wegen so, hatte da wohl die angetweetet und geschrieben so, ja, hey, ich glaube, da geht was Spannendes vor sich. Und die haben geschrieben so, ja, da geht auf jeden Fall was Spannendes vor sich. Und irgendjemand schrieb dann von wegen so, ja, hey, sind irgendwie coole Sachen im nächsten Update? Und die so, ja, sind auf jeden Fall coole Sachen im nächsten Update. Ohne Witz, das ist echt so abgelaufen, ja. Also das ist das Einzige, was man weiß. Es sind coole Sachen im nächsten Update. Aber wann nächstes Update kommt oder sonst was, ist natürlich nicht bekannt. Kennt man ja auch von denen, die sagen ja kein Datum Bescheid. Halten sich ja sowieso immer sehr bedeckt mit irgendwelchen Sachen. Und ja, mal gucken. Also es wird gemunkelt, aber allerdings muss man sagen, das wird einfach auch nur spekuliert von den Leuten. Also das heißt, es hat noch nicht mal irgendwie was, dass jemand vom Entwickler gesagt hat oder angedeutet hat, es könnte das sein, sondern es ist einfach nur so, dass sich die Leute momentan darüber das Maul zerreißen, dass sie doch liebend gerne den Kommandoblock, den es hier am PC gibt, haben möchten. Und dann hat einer gemeint, ja, das ist garantiert im nächsten Update. Und der hat das gesagt. Irgend so ein Hoshi und also ein ganz normaler Minecraft-Spieler. Und seitdem sind dann alle in heller Aufruhr so und das Ganze wird dann ja immer weitergesponnen. Ne? Ja, ich habe gehört da bei Twitter, da ist das und das drinne und dabei hat das nie wirklich jemand gesagt. Also von da Punkt aus und vorbei, um es einfach einmal kurz zusammenzufassen, das Ganze. Es wird definitiv irgendwann ein Update kommen. Das ist so klar wie Kloßbrühe, das wissen wir ja alles, ne? Das ist ja immer irgendwann. Aber es gibt keinerlei Informationen zum Inhalt, zum Release oder sonstiges. Also von daher kann man halt auch nichts dazu sagen. Ne? Also, ja, das wäre es an der Stelle zu irgendwelchen Updates. Da müssen wir halt einfach Geduld haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir sowieso jetzt zur E3 eher mit einem Update rechnen können. Das wäre so meine persönliche Spekulation. Übrigens, E3 wurde schon gesagt, Phil Spencer. Hieß er Phil Spencer? Oder Phil Harris? Ach, keine Ahnung. Also der Hoshi von der Xbox. Der hat jetzt gesagt, dass es halt coole Sachen geben wird. Man wird viele, viele Spiele zeigen, die man bisher nicht gezeigt hat. Also wird sich hauptsächlich aber auf seine eigenen First-Party-Titel konzentrieren und weniger auf die Sachen wie zum Beispiel von Ubisoft oder EA, wobei die halt auch nicht zu kurz kommen sollen, aber halt eher auf die Eigenproduktion. Finde ich ganz gut, muss ich sagen. Das unterstütze ich sehr, denn ich fand, das war letztes Mal auch ein bisschen zu kurz gekommen. Man will weniger Trailer, sondern mehr Spielszenen direkt halt aus dem Spiel zeigen. Das hat man in letzter Zeit ja auch nicht mehr so gemacht. Und man wird definitiv eine bisher noch nicht genannte und gezeigte neue Eigenmarke vorstellen und präsentieren. Da bin ich wirklich gespannt drauf, was es sein soll, weil es ging vorher die Spekulation um, erst wird ein neues Gears of War gezeigt. Das hat er jetzt nicht dementiert, es kann sein, dass das trotzdem passiert, aber zumindest die passen die Spekulationen an der Stelle nicht, dass es das sein soll, weil das wäre keine neue eigene Marke, denn Gears of War ist ein alter Hut. Und zwar schon ziemlich langer, wenn man überlegt, wann denn der erste Teil damals für die 360 rauskam. Das war nämlich ziemlich zu Beginn noch mit. Ich muss sagen, war echt cool. Also ich war damals so mega aufgeregt, dass der erste Teil rauskam. Ich so, boah, geil, krass. Also der Trailer damals mit
dem Lied hier Mad World von Gary Jules. Schon richtig, richtig cool gewesen. Und naja, wir wissen ja im dritten Teil, ne, diese eine besondere Szene, wo dann dementsprechend, das war halt nicht ohne Grund, dass diese Musik da lief an dieser einen bestimmten Szene. Ich will jetzt nicht spoilern, deshalb erzähle ich da nicht genau, was passiert ist. War für mich, muss ich auch sagen, eine nach dem zweiten Teil mit Maria einer der bewegendsten Momente des Spiels. Das war halt schon so, ja, wo man mal ganz kurz in sich ging und sich dachte, ja, das ist schon nicht ohne, ne? Ja. So, ich mache erstmal zwei rein. Wir müssen nämlich gleich mal gucken, wie wir das hier mit der Treppe gestalten. Das könnte etwas problematisch werden. Deshalb baue ich da noch nicht ganz so viel. Ja, das soll ja erstmal so weit reichen hier. Natürlich können wir hier ein bisschen mehr bauen, denn hier wird definitiv dann nicht die Treppe sein. Ja, das macht irgendwie auch Sinn. Ne? So im Eingangsbereich direkt die Treppe macht eher weniger Sinn. Die Treppe wird nach da hinten hingehen. Wahrscheinlich. Vielleicht mache ich sie doch hier hin. Dann muss ich alles wieder umbauen. Und wir machen hier einfach so einen kleinen hohlen Raum dahin, wo vielleicht irgendwas versteckt ist. Ich weiß es noch nicht. Sicher sein kann man sich da eh nie. Tja, mal gucken. Mal ein bisschen Brot essen, ne? Oh, Brotzeit hier. Ja. Ah, wie auf der Baustelle schon fast. So. Ja, schon ganz angenehm, ne? Ja, wenn man hier so runterguckt. Ah, das ist doch okay. Lumpumbum. Wo wir gerade eben dabei waren, von wegen sich das Maul zerreißen, wegen irgendwelcher Gerüchte. Angeblich wurden ja Details zu Mass Effect 4 bezüglich der Story geleakt. Ja, geleakt heißt halt unbeabsichtigt veröffentlicht. Ja, und keiner weiß ja, es gab keine Dementi, es gab keine Bestätigung, man hat einfach halt nichts weiter dazu gesagt. Finde ich eigentlich auch eine gute Taktik. Ja, und da geht es jetzt halt auch los. Ne? Jetzt sind halt die ganzen Leute gerade dabei, so, oh mein Gott, und ach, hast du nicht gesehen. Und ich denke mir die ganze Zeit nur so, ey, WTF, Leute, ganz ehrlich, ist doch vollkommen egal. Einfach mal ein bisschen überraschen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese mir das dann auch mit Absicht nicht durch, weil ich finde, Story-Leaks ist für mich so eine Sache, geht gar nicht, weil ich will vorher von der Story irgendwie gar nichts wissen, weil ich möchte komplett überrascht werden. Ist leider, muss ich wirklich sagen, so ein Trend im Moment, dass man durch Trailer und alles Mögliche ja dann doch eher alles schon vorher oder beziehungsweise einen riesigen Teil verrät, ohne dass man das Spiel überhaupt in der Hand gehabt hat und dann es eigentlich nur noch wenig Überraschungsmomente gibt. Und ja, zum Beispiel bei The Witcher 3 wurden meiner Meinung nach durch die Trailer, die es mittlerweile und Spielszenen und sonst was, die irgendwelche Magazine schon veröffentlicht haben, weil sie es halt schon vorab testen durften, so, wurden viel zu viele Story-Szenen bisher schon halt gezeigt, die für mich, ja, ganz ehrlich, das wäre wie wenn man die ganze Zeit von Skyrim vorher sämtliche Story-Szenen oder einen Großteil der Story-Szenen schon gezeigt hätte. Zum Beispiel, als man in der Drachenfeste dann den Drachen gefangen hat. Wenn man da zum Beispiel irgendwas gezeigt hätte vorher oder sowas, das wäre doch so, oh, ja, cool, das kenne ich aus dem Trailer, ja, wow. Und so war das eher so, man hing dann damals da so, ja, und hat sich so gedacht, was, wie, jetzt einen Drachen fangen? Und so, boah, geil, krass, wow. Ja, also, das war, ich war voll am Abgeben wie so ein Zäpfchen, ne, so Holla die Waldfee-mäßig, spring durch die Ecke und ja, also das war schon ganz cool und ja, ich mag das nicht. Die ganze Zeit immer dieses, wir zeigen nicht das, wir zeigen das, weil irgendwie die Leute da mittlerweile ja der Meinung sind, von wegen so, ja, wir müssen das alles zeigen, weil ansonsten zieht sich keiner unser Spiel rein. Finde ich zwar ein bisschen bekloppt, weil das stimmt nicht, aber anscheinend ist das wirklich so ein Trend und auch so ein, nicht nur ein Trend bei den Entwicklern, sondern halt auch ein Trend bei den Spielern, ja, so nach dem Motto, ja, ich will halt vorher alles wissen, bevor ich das Spiel kaufe. Ja, aber ganz ehrlich, beim Spiel kann man halt nicht alles vorher wissen, weil sonst lohnt es sich nicht, das Spiel zu kaufen. Ja, also es ist so ein Teufelskreis, ne? Ja, und ich lasse mich halt echt lieber überraschen als irgendwas anderes. Das ist irgendwie cooler. So, ui, genau, da haben wir es geschafft. Hier haben wir schon fleißig weggeklöppelt, ne? Das war letztes Mal schon episch-mäßig gemacht. So, muss ich hier wieder ordentlich Sand wegklöppeln. Weil wir haben kaum noch Sandstein und wir werden definitiv noch mehr Sandstein benötigen. Ja, sowas von definitiv.
Ach ja. Echt nicht so einfach, ne? Ja. Hier war ja auch eine große Höhle darunter. Wir erinnern uns. Ja. Alles voll mit Sand und Sandstein. Ja, schon ganz lustig irgendwie, wenn man das überlegt. Hier so viel Sand, ne? Und ich mag ja auch diese großen Wüsten, wenn man da dann so alles schön am Abbauen ist. Vielleicht noch so ein Dorf entdeckt. Ja, das ist schon ganz interessant. Bin übrigens am Überlegen, weil wir sind ja momentan bei 4922, wenn ich das jetzt richtig im Glück habe. Kleinen Ohrklingen. Und ich bin ja schon so ein bisschen überlegen, so, ja, weil ne, nächste Tausenderzahl wird geknackt und was machen wir dann? Da haben wir uns ja immer so eine Kleinigkeit einfallen lassen. Jetzt ist natürlich die Sache, 5000 ist schon so eine Hausmarke. Ja? Das ist so für mich auf jeden Fall ein ziemlich großer Meilenstein. Und da bin ich schon überlegen, was man sich denn da Episches einfallen lassen kann. Also wir hatten ja bisher von wirklich Sachpreisen und allen möglichen Gutscheinen und sowas hatten wir ja schon alles mögliche verlost mittlerweile, was man gewinnen konnte. Oder hier zum Beispiel gratis, dauerhaft kostenlosen Platz auf dem Server und hast du nicht gesehen. Ja, von daher muss ich mal gucken, was wir da machen. Ich habe noch nicht so eine richtige Idee, also das heißt jetzt nicht, dass ich gar keine habe, so ein, zwei Sachen schwimmeln mir da so durch den Schädel, ja, so von A nach B fliegen die ganze Zeit hin und her. Aber so richtig Klick gemacht hat es dabei noch keiner Idee, ja, wo ich sage so, ah, das ist es. Bin ich natürlich jetzt am Grübeln, ne, weil, wie machst du es? Und naja, mal gucken, was mir dann auch so einfällt, beziehungsweise was mich dann letztendlich komplett überzeugen kann. Allerdings könnt ihr auch gerne bei dem Volt mal hier so unter dieses Video posten, was ihr so für Ideen habt, was man denn als besonderes Special machen könnte für 5000 Abonnenten. Also in der Form von der Verlosung. Ne? Also es wird eine Verlosung geben, definitiv. Das hatte ich mir schon vorher vorgenommen. Das soll so sein. Aber zum Beispiel, ja, was? Also jetzt natürlich alles in einem gegebenen Rahmen. Also jetzt nicht irgendwie was für, oh, du verlost eine PS4 und eine Xbox One und so. Nee, ja, nein, auf keinen Fall. Definitiv nicht. Nein, nie im Leben werde ich das tun. Vor allem nicht eine PS4. So, ja, also das ist so, wäre unrealistisch. Das sollte schon dann halt so sein, wie man es kennt, ne? Angemessen, stilvoll, elegant. So, ja, das sind wir auch sagen, ne? Ich weiß. So, sehr schön. Wie viel haben wir denn jetzt? Warte mal. Sandstein. Haben wir hier 64 oder nochmal 12? Hier haben wir noch Sand. Ja, ich sag mal, da können wir schon einiges mit anfangen, ne? Ja, guck mal, machen wir hier ein bisschen Sandstein raus. Ja, haben wir fast 264er Stapel. Das ist schon mal eine Hausmarke. Oh, ich hasse den Spruch eigentlich, ne? Wenn die Leute dann ankommen, oh, das ist schon mal so eine Hausmarke, ne? Ja, das kann schon sein, ja. Du bist auch so eine Marke. Oh, ja, das sind immer so Ausdrücke. Ne, da stellt's einem die Nackenhaare auf. Ja. Ich bin froh, dass wir da oben unser kleines Reich haben, wo wir isoliert leben können, komplett unabhängig von allem, was so rings um uns herum passiert. Das finde ich ganz gut, wenn man so ein bisschen autark, ja, so nennt sich das ja, leben kann und aber dabei alles hat und glücklich ist. Warum halt nicht, ne? Wenn einem das gefällt. So, jetzt müssten wir, ich bin gerade, ah nee, ich habe den ganzen Sandstein benutzt. Gut, ich werde einfach mal einen Break machen. Ich habe gerade mal so geguckt, timermäßig passt es auch. Machen wir mal so ein kleines Päuschen. Warte mal, morgen. Ja, das ist Donnerstag. Ja, dann haben wir noch eine Folge für diese Woche. Wir sehen uns dann, sage ich einfach mal, morgen wieder. Ne? In diesem Sinne, bis dahin, euer Mist.